Die Bundesbank steckt Geld in den Wäschetrockner. Hier sind rund 1200 Euro-Scheine nach der Behandlung in der Trockentrommel. Aber warum? Das Geld kommt aus den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Im Nationalen Analysezentrum für beschädigtes Bargeld in Mainz nehmen sich Fachleute der durchtränkten Scheine an. Das Bargeld hat nun schon seit über einem Monat in verschmutztem, teilweise auch vergiftetem Wasser gelegen. Der Geruch ist entsprechend. Vier handelsübliche Wäschetrockner laufen im Analysezentrum den ganzen Arbeitstag über, um das Geld so schnell wie möglich trocken zu bekommen. Im ältesten Gerät haben sich nach nur 5 Wochen schon starke Ablagerungen gebildet. Nach dem Trocknen wird das Geld in Kisten gepackt und im Büro der Analysefachleute von Hand geglättet. Danach ist das Bargeld fertig zum Zählen, um den Eigentümern die korrekte Summe überweisen zu können. Die Scheine selbst werden anschließend geschreddert und verbrannt.